So, und herzlich willkommen. Wir sind live. Es ist 18 Uhr an einem Donnerstagabend. Eine bisschen untypische Zeit für uns, aber wir haben auch eine besondere Sendung heute. Ihr seid bei Adobe Live for Business. Herzlich willkommen. Es ist die 22. Folge und jetzt 2 Wochen nach der Adobe Max, die stattgefunden hat, werden wir uns heute mal die nächsten so 75 Minuten plus, falls wir Lust haben, länger zu bleiben, damit beschäftigen, was da so abging, was für Themen da waren und dann vor allem mal ein bisschen diskutieren, welche Auswirkungen das hat und die aktuelle Zeit natürlich auf das, was Kreative im Business tagtäglich machen. Die Adobe Max, falls ihr das kennt, findet eigentlich jedes Jahr einmal in Los Angeles statt, live mit ungefähr so 14.000, 15.000 Leuten. Dieses Jahr, obviously, war das nicht der Fall. Es war alles komplett virtuell und wir hatten, was ich immer noch unfassbar finde, über 1/2 Million Anmeldungen aus der ganzen Welt. Julia ist auch am Start und die wird uns jetzt gleich noch erzählen, was uns alles erwartet. Ja, hallo auch von mir. Genau, wir haben heute Abend so einiges vor, haben ein vollgepacktes Programm und ich freue mich, dass wir dann direkt mit einem High-Level-Überblick zur Max 2020 starten. Unsere Kollegin Sinja Mirell hat nämlich für uns oder wird für uns die Highlights zusammenfassen, gleich jetzt im Anschluss. Und danach starten wir in eine sehr interessante Panel-Discussion mit unseren drei Gästen, Madeleine Weiß, Andreas Lenz und Holger Schellkopf. Wir sprechen über ihre Erfahrungen mit digitalen Events, aber auch über die Rolle von Kreativität für und in Unternehmen. Also da könnt ihr auch gerne dann direkt eure Fragen an die drei Gäste in den Chat stellen natürlich. Und dann haben wir ganz am Ende noch eine On-Hands-Demo zu den wichtigsten Creative Cloud-Neuheiten von der Max 2020. Also da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Da wird unser Kollege Matthias Schulze mit Fokus auf Productivity und Collaboration einfach ja, die neuesten Features vorstellen, die vor allem für alle interessant sind, die in Unternehmen kreativ arbeiten. Genau, also ihr seht, wir haben ein sehr cooles Programm vorbereitet und wie immer wollen wir auch mit euch im Austausch stehen über unseren Chat. Deshalb stellt uns gerne eure Fragen, stellt auch eure Fragen an unsere Gäste, teilt eure Erfahrungen, eure Meinungen mit uns zu den Themen, die wir heute besprechen. Und vielleicht war auch der ein oder andere von euch direkt bei der Max dabei, hat zugeschaut und hat für uns da auch Feedback, dann auch sehr gerne im Chat teilen. Genau, auch ich schreibe gerade nochmal hier rein. Also, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach, egal wozu. Wir versuchen sie zu beantworten. Wir können auch, wenn es irgendwie ganz detaillierte, spezifische Fragen zu Produkten oder so sind, können wir die vielleicht auch im Nachhinein einfach nochmal oder dann nach den 75 Minuten einfach noch mit besprechen. Wenn ihr Fragen habt zu den Gästen, die wir heute da haben, auf die ich mich echt gleich richtig freue, dann einfach rein in den Chat und wir geben das weiter. Ich will uns und euch gar nicht viel länger aufhalten und würde gleich jetzt unsere Kollegin Sinja Mirell mit dazu bitten. Herzlich willkommen mal wieder zu Adobe Live for Business. Und sie wird uns dann gleich ein paar Sachen zeigen. Da ist sie schon. Wir sind ein bisschen früher, als wir wollten. Kein Problem. Genau, letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, saßen wir tatsächlich im Office und haben einen ähnlichen Stream gemacht, noch ganz persönlich, ohne Maske und so weiter. Da warst du auch live auf der Max in LA und hast uns die Sache mitgebracht. Und heute machen wir es anders. Ich würde sagen, bevor wir länger quatschen, es sind ja viel Spaß und euch natürlich viel Spaß mit dem, was sie zu erzählen hat. Dankeschön. Ja, ich habe so ein bisschen was vorbereitet, hauptsächlich Quatschen, aber hoffentlich inspiratives Quatschen für euch. Über das, was die Max ausmacht, die Demo sehen wir ja gleich noch von meinem Kollegen. Aber ich wollte jetzt einfach mal so zu dem Thema, was ist die Max überhaupt? Was macht Adobe auf der Max? Was zeigen wir euch da? Warum? Und was ist so die dahinterliegende Mission, die wir verfolgen? Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, gerade in der jetzigen Zeit, wenn es um Kreativität geht. Und ich teile jetzt einfach mal meinen Bildschirm. So ein paar kleine Folien habe ich dann doch vorbereitet. Aber keine Sorge, ich erschlage euch nicht damit. Und zwar habe ich das hier jetzt mal so ganz plakativ Spirit of Adobe Max 2020 genannt. Es geht um Kreativität, darum, warum Kreativität wichtig ist, warum es überhaupt wichtiger denn je ist. Gerade in der jetzigen Lebenslage, es wurde ja auch von Shantanu, unserem CEO, von Scott Belsky, von unserem Chief Product Officer immer darauf hingewiesen. Es ist jetzt anders, als es war. Das stimmt auch, ich will da gar nicht zu viel drüber reden, aber wenn uns das eines gezeigt hat, ist es, dass Kreativität grundsätzlich
ich will schon fast sagen, für manche Leute so ein Grundbedürfnis darstellt, das wir auch ausleben sollen und wollen und müssen. Und da spreche ich jetzt nicht von Kreativität im herkömmlichen Sinne, dass man sagt, ach, ich öffne jetzt mal Photoshop und mache hier ein komplexes Composing und bin voll der Pro, sondern Kreativität in allen Lebenslagen. Es ist ja genauso kreativ, wenn sich jetzt ein Unternehmen überlegt, wie können wir denn neue Strategien vielleicht erstellen, unsere Strategie anpassen, neue Dinge zu machen. Genauso aber, um etwas, das vielleicht gar nicht jetzt mit der Produktion von Content zu tun hat, einfach zu überlegen, wie kann ich denn kommunizieren, was ja nicht in erster Linie mit Photoshop und Co. zu tun haben muss. Und was der Scott Belsky auch gesagt hat in der Keynote von der Adobe Max, was ich persönlich ganz inspirierend fand, war, dass es nicht darum geht, dass die Kreativität jetzt irgendeine spezielle App benötigt, irgendein teures Gerät, mein MacBook hier zum Beispiel oder unendliches Budget, sondern dass es nur darum geht, dass man etwas damit bewirken will, dass man irgendwas verändert, dass man sich einfach Gedanken drüber macht und etwas neu erfindet, wo man vielleicht sonst gar nicht drauf gekommen wäre, was zu tun und am Ende was Neues schafft, wo man vielleicht vorher gar nicht wusste, dass das möglich ist oder dass das geht. Und wir haben uns da verschiedene Grundpfeiler gesetzt, also verschiedene Bereiche, 5 an der Zahl, mit denen wir von Adobe sagen, das wollen wir erreichen, das wollen wir tun und damit wollen wir alle Kreativen ein Stück weiterbringen, indem wir Kreativität für alle möglich machen. Und das erste davon war ein Schlagwort, das auch Shantanu in seiner Keynote erwähnt hat, oder ein Schlagsatz, wie sagt man da? Empower every voice. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe es am Anfang schon gesagt, Kreativität ist in gewisser Weise fundamental, Kunst und Kultur. Selbst wenn noch so eine große Krise daherkommt, das Kreative verschwindet nicht, wenn es nicht sogar noch bedeutender wird in solchen Phasen. Und wichtig dabei ist aber, dass das dann nicht nur einer bestimmten Zielgruppe vorbehalten ist, die jetzt sagen, ich habe das Equipment, ich habe hier eine teure Kamera, die ein paar tausend Euro gekostet hat, deswegen kann ich gute Fotos machen, ich habe die teuersten Programme, Apps und Services, die teuersten Geräte, sondern auch jemand, der fast nichts zur Verfügung hat, vielleicht nur sein Smartphone, der soll auch die Möglichkeit haben, sich auszudrücken und seine Stimme, deswegen Empower Every Voice, seine Stimme abzugeben im übertragenen Sinne, indem er was kreiert und dadurch mit der Welt, mit den Kunden kommunizieren kann. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen jeden ansprechen. Das haben wir auch schon früher mal behauptet und umgesetzt, indem wir gesagt haben, es geht uns nicht mehr nur um die kreativen Creative Professionals sozusagen, sondern auch um Studenten, genauso aber um Business User, wie sehr viele von euch wahrscheinlich sind, genauso aber über Leute in Unternehmen, die vielleicht gar nichts Kreatives am Hut haben, aber trotzdem in ihren PowerPoint-Präsentationen Storytelling machen wollen, mit dem Adobe Stock Plugin zum Beispiel. Genauso aber gibt es verschiedene Apps, von denen wir ein bisschen was sehen werden. Das eine ist Premiere Rush, das haben wir schon früher mal gelauncht. Das andere ist ganz, ganz neu jetzt bei der Max, Adobe Illustrator am iPad, was es auch nochmal möglich macht, ganz anders zu arbeiten. Ich zum Beispiel, muss eine kleine Anekdote erzählen an der Stelle, ich bin ja Grafikdesignerin und Fotografin, Videofilmerin gewesen vor Adobe, wie bestimmt einige wissen, und ich habe immer InDesign geliebt, weil ich nach wie vor Print liebe, natürlich digital auch, aber genauso Print, also mein Herz schlägt für beides. Und das Einzige, was ich nie so mochte, war Illustrator. Aber nicht, weil Illustrator doof ist, sondern weil ich es einfach nicht so gut konnte, weil ich mir dachte, ach, das dauert so lang, hier die ganzen Pfade, da muss es exakt stimmen und ich bin eine Perfektionistin, da muss es auch wirklich exakt stimmen. Und jetzt habe ich mich dran gesetzt, auch schon in der Beta-Variante, als es Illustrator am iPad gab und dachte mir so, boah, endlich, jetzt habe ich Spaß dran und Freude dran, dieses Programm zu verwenden, weil es so viel einfacher geworden ist. Und ich einfach mit meinem, ich habe ihn jetzt gerade nicht da, glaube ich, mit meinem Apple Pencil auf dem iPad zeichnen kann und ich muss mich nicht mehr um die Technik sorgen, dass es ein vernünftiger Pfad wird. Und das ist für mich persönlich eine mega coole Erleichterung, die sich dadurch ergibt, dass sich einfach auch die Zielgruppen verändern, die Endgeräte verändern, auf denen und mit denen man arbeitet. Und eine dritte App für jedermann sozusagen ist Adobe Spark.
Da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und da wird auch mein Kollege Matthias nachher noch ganz, ganz coole Dinge zeigen und ansprechen. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt. Das geht darum, nicht nur einfach Kreativität für jeden möglich zu machen, sondern besonders im Business-Umfeld, aber auch für jeden anderen, die Produktivität zu steigern und es möglich zu machen, dass man zusammenarbeiten kann. Wie arbeiten wir heutzutage zusammen? Virtuell, natürlich. Geht ja irgendwie auch nicht anders. Das heißt, es bleibt uns keine Wahl, als irgendeine Möglichkeit zu finden, wie das Ganze digital ohne echten Kontakt funktioniert. Und da sehen wir uns als Adobe auch in der Aufgabe, das möglich zu machen und das besser möglich zu machen, dass das kein Hindernis ist, dass man nicht sagt, oh Mann, wie sollen wir das jetzt hinkriegen, sondern dass man sagt, hey, mega cool. Hier haben wir Tool 1, 2, 3. Nehmen wir noch den Service mit dazu und es funktioniert und bringt uns schnell ans Ziel. Das ist ja im Grunde immer das, worauf man am Ende dann auch achten muss, gerade wieder in einem Business-Umfeld. Es gibt nun mal Deadlines und es muss irgendwann möglichst schnell, möglichst vorgestern, gerade zum Beispiel in Agenturen, fertig sein. Und zu dem Thema Productivity, Collaboration, von Desktop zum mobilen Gerät, vielleicht mal am iPad eine Zeichnung starten in Fresco oder in Illustrator, Illustrator am iPad, das Ganze dann aber am Rechner weiter zu bearbeiten, ist auch eine Sache, die uns der Matthias gleich noch zeigen wird. Der hat nämlich genau diesen einen Fokuspunkt für heute, wo es um Produktivität und Kollaboration geht mit den Adobe-Applikationen und Services und was wir hier seit der Max noch Neues dazu bekommen haben, Neues an Tools und Services, derer uns wir bedienen können. Eine Sache dabei ist die Creative Cloud Desktop App. Dazu gehe ich mal ganz kurz hier aus meiner Präsentation raus und zeige euch das für eine Sekunde. Denn ich habe hier die Möglichkeit, wirklich einen zentralen Hub zu sehen, einen Überblick erstmal über alle meine Applikationen. Die Creative Cloud Desktop App hat jeder von euch. Das ist die mit diesem bunten Icon hier. Ich weiß, dass es in manchen Unternehmen eingeschränkt zugänglich ist. Dennoch wollte ich es euch jetzt mal im vollen Umfang zeigen, damit ihr es mal gesehen habt. Und ich habe hier jederzeit die Möglichkeit, mir einen Überblick über meine Arbeit zu verschaffen. Hier sind meine ganzen Bibliotheken, wo ich normalerweise Photoshop, Illustrator oder Ähnliches öffnen musste. Ich habe die Möglichkeit, mit anderen Personen auch zusammenzuarbeiten an diesen Bibliotheken. Genauso aber auf meine Cloud-Dokumente zuzugreifen. Thema Zusammenarbeit. Wenn jemand ein Cloud-Dokument zum Beispiel für mich freigibt, kann ich mir das Ganze hier anschauen und nicht zuletzt dann mir noch weitere Inspiration holen. Aber dazu komme ich gleich. Eine andere Sache bezüglich Produktivität ist, möchte ich nur ganz kurz anteasern, weil ich weiß, dass das der Matthias auch gleich nochmal zeigt. Hier haben wir Adobe Spark, das habe ich vorher schon erwähnt, Spark Post, ganz gut für Instagram geeignet. Ich habe jetzt hier eine Story für meinen Account @CineMirelle erstellt und viele Unternehmenskunden haben gesagt, ja, mega cool, brauchen wir, aber wo sind die Bibliotheken? Und jetzt kann ich sagen, hier sind die Bibliotheken. Auf der rechten Seite, ihr seht das kleine Icon, wie das Ganze funktioniert, zeigt euch der Matthias in ein paar Minuten. Und ich freue mich persönlich sehr, dass das jetzt hier mit reingekommen ist, weil das Spark gerade als Business-Tool nochmal deutlich nach oben hebt in der Priorität und auch in der tatsächlich sinnvollen Anwendung. Eine andere Sache, die hier auch noch ein Thema ist, ist Push Category and Technology Boundaries. Also Grenzen überschreiten, vielleicht mal nachdenken, wie können wir noch weitergehen in der Kreativität, neue Medientypen vielleicht, neue Devices, habe ich auch schon vorher erwähnt, einfach die Kreativität für die Zukunft nochmal neu zu gestalten. Das ist eine Sache, wie ich gesagt habe, mit Illustrator am iPad zum Beispiel, wo wir gesagt haben, es muss vielleicht eine andere Möglichkeit geben, natürlicher zu arbeiten, als sich mit einer Maus hinzusetzen und hier die Pfade zusammenzusetzen und dann einfach mit dem Stift zu malen, wie es jeder kann oder wie es viel mehr Leute die Möglichkeit dazu haben, dann damit zu arbeiten. Genauso eine andere Sache, Stimme zu verwenden, um zum Beispiel mit den Geräten zu sprechen. In Adobe XD ist es schon jetzt eine Weile drinnen, Experience Design, dass man mit dem Gerät oder mit der App reden kann, eine Rückmeldung kriegt, sich dadurch etwas tut, Stichwort Customer Experience. Und genauso natürlich Dinge wie die Augmented Reality. Zu dem Thema haben wir heute nicht den Fokus, werden wir aber sicher noch die ein oder andere Session machen. Ganz, ganz spannendes Thema, auch mit dem Bereich AI, ML. Und das ist auch der Bereich, der als nächstes unser Fokuspunkt ist, also die dritte Kategorie, Put Adobe Magic to Work. Adobe Magic ist ja immer so ein bisschen das,
wo man sagt so, wow, cool. Das so die erste Reaktion darauf ist. Und da geht es auch darum, AI zu verwenden, ML, Machine Learning zu verwenden und dann neue Kategorien von Kreativität zu schaffen und es auch möglich zu machen, dass wir als Designer uns darauf konzentrieren können, was wir tun sollen, nämlich kreativ sein und nicht die ganze Technik, die ganzen repetitiven Aufgaben, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, weil wir wissen, es ist überhaupt nicht kreativ, was ich da tue. Ich muss es einfach nur 10-mal machen, weil es keine Möglichkeit gibt. Genau das wollen wir ändern. Und da gibt es auch ein paar sehr, sehr coole Features. Eins davon möchte ich euch ganz, ganz kurz anteasern. Und zwar ist es in Photoshop das Sky Replacement. Den Himmel auszutauschen, kann öfter mal möglich bzw. nötig sein. Und da habe ich die Möglichkeit, über Bearbeiten, Himmel austauschen, das automatisch von Photoshop erledigen zu lassen, wo ich sonst maskieren, freistellen und sonst was müsste. Mega cool, ich habe jetzt gar nichts ausgewählt. Das war jetzt der erste Himmel, der mir hier vorgeschlagen wurde. Es gibt nämlich tatsächlich bei Adobe schon verschiedene Himmelsituationen, die mir hier zur Verfügung stehen. Aber natürlich kann ich auch eigene Bilder hochladen. Ich kann Dinge verändern, wie zum Beispiel die Temperatur nochmal anzupassen, dass vielleicht so jetzt nicht ganz so unnatürlich aussieht, ein bisschen besser hier aussieht, die Helligkeit noch anpassen oder mir ein komplett anderes Bild auswählen. Zum Beispiel das hier mit einem Sonnenuntergang, dass es doch ein bisschen echter aussieht. Da sehe ich jetzt schon, die Temperatur stimmt jetzt vielleicht nicht ganz. Ich möchte so noch einen Tick heller haben, dass es ein bisschen besser aussieht. Und ich bin fertig. Das Ganze wird mir ausgegeben über verschiedene Ebenen und Masken. Das heißt, ich habe eine extrem hochqualitative Variante von dieser Bearbeitung in einer Sekunde. Und dabei geht es nicht nur um Himmel. Man kann auch mal kreativ werden. Ich habe hier so in Fresco mit dem neuen Smudge Brush übrigens ein kleines Selbstporträt gezeichnet. Heute ohne Brille, aber hier mit Brille. Und auch da ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte das jetzt bearbeiten. Ich möchte da den Himmel austauschen, denn es geht nicht um den Himmel, es geht um den Hintergrund. Werdet kreativ, überlegt euch was, wie ihr diese Tools verwenden könnt, auch nicht im herkömmlichen Sinne. Wenn wir jetzt wieder zurückschauen auf die Präsentation, fehlt mir noch ein kleiner letzter Punkt. Und zwar ist das Thema Inspire and Be Inspired. Das, was eigentlich das Allerwichtigste ist, Inspiration, wie man sich inspiriert, wie man andere inspiriert und wie man auch die Lust an dem kreativen Arbeiten nicht verliert. Und da haben wir verschiedenste Dinge über die Zeit dazu bekommen, wie zum Beispiel Behance, unser größtes Kreativportal. Ich glaube, da sind 25 Millionen Leute drauf, wenn nicht sogar mehr mittlerweile schon. Ich weiß gerade die aktuellen Zahlen nicht. Und das Schöne ist, dass es nicht nur auf Behance verfügbar ist, sondern auch überall bei der Creative Cloud. Wenn ich jetzt wieder mal zurückgehe auf meine Creative Cloud Desktop App, dann sehe ich, ich habe hier die Möglichkeit, unter dem Entdecken-Tab mir anzuschauen, was gibt es denn gerade für Live-Shows, die ich mir hier geben könnte? Was gibt es denn sonst noch für coole Arbeiten, die mir hier auf Behance zur Verfügung stehen, also die ich direkt in der Creative Cloud Desktop App, ohne auf Behance zu gehen, zur Verfügung gestellt bekomme? Genauso gilt aber in Photoshop. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Tool verwenden möchte, wie zum Beispiel hier, müssen wir mal ganz kurz hier rausgehen, wie zum Beispiel hier das Objektauswahlwerkzeug. Ich brauche nur die Maus drüber zu tun, mache jetzt gar nichts und mir wird angezeigt, ach, das hier ist das Objektauswahlwerkzeug, zeig mir mal, wie es funktioniert und ich kriege ein komplettes Tutorial angezeigt. Und das ist super, super wertvoll, weil ja oft jeder dazu tendiert, naja, das kenne ich schon, das mache ich halt so, wie es immer war. Wir bringen neue Features raus. Man denkt sich so, bis ich das jetzt wieder rausgesucht habe, wie es funktioniert. Nutzt die Möglichkeiten, die es gibt. Das ist für alle von euch hier, genauso auch auf der Homepage von Photoshop, wo ich mir nicht nur meine Dokumente anschauen kann, sondern auch hier auf den Tab Training klicken kann und sämtliche Tutorials angezeigt bekommen. Man muss es nur wissen, deswegen sage ich es euch. Schaut es euch an, lasst euch inspirieren, was Neues zu kreieren und gemeinsam kreativ zu werden. Das war's von meiner Seite und damit übergebe ich noch nicht gleich wieder zurück an Anton und Julia, denn wir schauen uns zum Abschluss dieser kleinen Kreativ-Session, einen kleinen Einblick in die Macs, nochmal ein super cooles Video an und dann geht's gleich weiter mit dem Panel mit Anton und Julia. Das war's von mir. Rise up. Rising up out of the flames like a phoenix. Rising up out of the flames.
da sind wir wieder und wir sind, wie ihr seht, ein paar mehr geworden. Danke, Sinja, auf jeden Fall für den guten Input. Ich hoffe, da war für euch echt auch was dabei. Im Chat hat Andreas schon gesagt, nicht der, den wir jetzt hier sehen, ein anderer, glaube ich. Außer du bist zweimal mit dem Nicknamen drin. Ich fand die Keynotes alle richtig gut, aber schreibt auch, es war echt ein bisschen stressig und er ist immer noch dabei, die ganzen Sachen im Replay anzugucken. Das können wir tatsächlich empfehlen, wenn ihr Lust habt, euch einfach nochmal reinzuklicken. Findet ihr unfassbar viel Content von allen möglichen echt tollen Leuten. Unter anderem von der Madeleine, die heute mit dabei ist, hier in der Mitte. Ich glaube, ihr seht das alles nicht, sehe ich nur hier in diesem Vorschaubildschirm, aber in der Mitte ist Madeleine. Madeleine, sie hat auf der Adobe Max virtuell gesprochen über die Relevanz von Design und war auch schon mal hier zu Gast. Im echten Leben nämlich verantwortet sie die Kreation bei Hajuk Design und beschäftigt sich damit, wie Produktverpackungen aussehen und wirken müssen. Da freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Auch mit dabei ist der Holger Schellkopf, der ist der Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsleitung bei Werben und Verkaufen. Er hat über sich selbst gesagt auf der Website, er ist sozialisiert mit Print, dann zu digital konvertiert und findet aber beides gut. Insofern auch an dich. Herzlich willkommen. Hi. Und unser dritter Gast, Andreas Lenz, Digital Pionier der ersten Stunde und CEO und Co-Founder von T3N, dem Magazin für digitale Wirtschaft, das auch gemeinsam mit ihrer starken Community die digitale Zukunft und das digitale Arbeiten mitgestaltet. Sehr, sehr cool, dass ihr heute alle dabei seid. Ich würde sagen, wir starten dann auch schon direkt in unsere Diskussionsrunde. Und Madeleine, ich würde gern von dir wissen, du warst ja die Einzige von uns, die auch, ich sage jetzt mal, nicht nur virtuell bei der Max dabei war, denn wie Anton schon erwähnt hat, du warst als Speakerin dabei, hast einen sehr coolen Beitrag über deine Arbeit da abgeliefert. Und ich würde einfach gerne von dir wissen, wie deine Experience so als Speakerin bei der Max war, aber auch als Zuschauerin. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ja, vielen Dank. Also insgesamt muss ich sagen, fand ich das wahnsinnig inspirierend. Also ich, für mich war das auch tatsächlich komplett neu. Also ich bin angesprochen worden, ob ich Lust hätte dazu, fand das auch das Thema eben sehr, sehr spannend. Und dann ging eben die Organisation los, dass tatsächlich ich Vorgespräche hatte, dann ein Kamerateam zu uns in der Agentur gekommen ist. Und ja, das war natürlich jetzt auch und unter diesen ganzen Corona-Bedingungen natürlich auch entsprechend spannend, auch weil man da natürlich auch anders agieren musste, als man es wahrscheinlich normalerweise macht. Also für mich war es das erste Mal. Aber ich fand das tatsächlich ja unheimlich gut organisiert. Ich fand auch die Fragen, die gestellt wurden, die hatten es auch durchaus in sich. Also ich musste da tatsächlich für mich selber auch nochmal drüber nachdenken und habe dabei selber einfach unheimlich viel wieder gelernt und auch mich reflektiert. Und ich fand dann, als ich mir die anderen Beiträge auch angeguckt habe, leider hatte ich keinen Urlaub. Also ich hätte am liebsten ja Urlaub genommen, um dann eben mir alles auch anzuhören, weil ich das wirklich ja auch sehr inspirierend fand. Das ging halt leider nicht. Insofern werde ich jetzt nach und nach immer das eine oder andere angucken. Aber das, was ich mir angeguckt habe, das fand ich tatsächlich sehr bereichernd und auch sehr wertvoll für mich. Also da habe ich schon, ich finde es so beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen arbeiten, wie anders auch die Einflugschneise ist, mit der sie ihre Kreativität ausdrücken, leben, wie sie zu ihren Ideen kommen und die Offenheit, mit der da auch gesprochen wurde, die fand ich gerade auch für Leute, die neu in der Branche sind, fand ich, glaube ich, super, weil man auch sieht, es gibt nicht nur den einen Weg, dahin zu kommen, sondern viele unterschiedliche Wege. Ja, das fand ich toll. Super, das freut uns natürlich, dein Feedback. Holger, du kommst ja selbst auch aus eurem eigenen virtuellen Event gerade. Was kannst du denn erzählen? Was sind deine Erfahrungen mit dieser neuen Form von Events? Ja, also grundsätzlich, man sieht es im Hintergrund, ich bin einfach stehen geblieben, quasi, weil ich die vergangenen 3 Tage mehr oder weniger durchgesprochen habe. Ja, also das hätte ja auch irgendwie ein Event im Juni und am Nockerberg sein sollen, mit Sonne, Biergarten und Treffen. Wir wissen alle,
funktioniert nicht in diesem Jahr. Gleichzeitig hat sich jetzt für uns gezeigt, dass die Menschen wirklich sehr schnell auf die Art des Events geswitcht sind und durchaus die Vorteile zu schätzen wissen. Also zu einer Veranstaltung wie der von uns, da musst du halt sonst irgendwie überlegen, naja, 3 Tage, du musst nach München fahren, du musst irgendwie Hotels bezahlen, die irgendwie, ja, auch nicht für 2,50 zu haben sind. Das sind alles so Dinge, da überlegt jeder schon 5-mal, ist es das wert im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt bei so einer Veranstaltung wesentlich besser. Und dann hast du plötzlich bei den digitalen Veranstaltungen mehr Besucher als vorher bei Präsenzveranstaltungen, obwohl sie kaum weniger kosten, die Tickets. Das, und die Resonanz ist gut. Also alles in allem, ich glaube, es wird Gott sei Dank auch in Zukunft wieder irgendwie richtige Veranstaltungen geben, Fragezeichen. Es wird aber ganz sicher auch weiter die digitale Variante geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal eine Veranstaltung machen, die es nicht auch digital gibt. Ja, klar, es hat alles so seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ja, Andreas, du bist ja auch normalerweise aufgrund deines Jobs auf vielen verschiedenen Events unterwegs, bezeichnest dich selbst auch als Digital Nomad. Was ist denn deine Meinung zu digitalen Eventformaten und was denkst du, kommt da auch in 2021 noch auf uns zu? Ich traue mich kaum zu sagen. Es ist ein bisschen so, dass es mich wundert, dass mir die digitalen Events nicht so sehr liegen, wie ich es erwartet hätte. Und ich merke, dass in meinem Arbeitsalltag oder auch in der Hygiene, in der Vorbereitung so ein Event ein komplett anderes Planungsformat für mich halt auch mitbringt. Und das gelingt mir noch nicht so gut, muss ich zugeben. Mhm. Ich glaube, dieser kulturelle Wandel, bis die Grooves alle richtig sitzen, der dauert einfach dann nochmal ein paar Tage. Ich glaube auch, wie Holger, dass ein Zurück gibt es da nicht so richtig. Ich glaube, es wird dann zu hybriden Events kommen. Wir machen 150 Medienkooperationen pro Jahr. Von Cebit bis Bits and Brezels, da dreht sich und erledigt sich so viel in so einer hohen Geschwindigkeit. Die Dynamik ist sehr hoch. Mir fällt das ziemlich schwer, das im Auge zu behalten und auch strategisch in meinen Entscheidungen in der Ausrichtung festzulegen, auf welche Events wir fahren. Jetzt müssen die Messezimmer für irgendwo eigentlich gebucht werden, theoretisch, weil das im Kalender aufpoppt. Eine andere Kollegin ist gerade in Elternzeit, die kommt bald zurück. Die hat eigentlich sozusagen die Eventplanung haptisch immer gemacht bei uns. Da dreht sich gerade total viel. Ich finde es schwer zu sagen, ich finde es sehr interessant, das zu sondieren, welche Chancen es da jetzt neu gibt und was man davon in die Zukunft trägt. Ich finde die Themen Messbarkeit und KPIs, was ist ein erfolgreicher Event, das ändert sich gerade nochmal total für uns und wir sind da noch gar nicht so richtig bei einem Ergebnis. Mir geht es da auch genauso wie dir, Andreas. Ich tue mir auch schwer, obwohl ich auch eher irgendwie ein digitaler Mensch bin, aber halt so wie mit euch, würde am liebsten gerade um den Tisch sitzen oder auf einem Sofa oder so und quatschen. Es ist einfach was anderes, aber man kann auf jeden Fall was draus machen, offensichtlich. Ich bleib mal gleich bei dir. Du beschäftigst dich ja schon sehr lang, sowohl persönlich als auch eben mit T3N, mit digitalem Arbeiten, allem, was da irgendwie dazugehört. Das heißt, für euch und auch für, glaube ich, uns als digitale Firma war es irgendwie selbstverständlich, digital zu arbeiten. Für manche war das aber komplett was Neues. Wie nimmst du das denn gerade wahr? Wie gut kommen die Deutschen, sehr plakativ gesagt, damit klar, jetzt zu Hause zu arbeiten, aber auch vor allem zu Hause kreativ zu sein und da irgendwie ihr Ding zu machen? Also sehr unterschiedlich. Etwas schneller und besser, als ich gedacht habe. Die Tool-Landschaft mit Zoom oder Teams oder Skype, was man schon hier oder da gewohnt war, oder auch sogar auch ganz einfach WhatsApp-Gruppen, haben, glaube ich, dazu geführt, dass diese Transition etwas schneller gegangen ist, als man das vielleicht zu so einem Schockmoment dann erwartet hätte. Interessant fand ich, also wenn halt eins sicher war in diesem Lockdown oder in dieser Corona-Phase, war dann, dass es das Internet und die Infrastruktur stabil geblieben ist. Also Zoom hat mitskaliert, wir hatten es selten, dass wir Ausfälle und Skalierungsprobleme hatten. Und ich fand es auch spürbar, dass die Range an Leuten, die denen man interagiert hat, nicht unbedingt so Zugangsbarrieren da waren, die so groß waren, dass man jetzt hätte sagen können, derjenige über 50 etwa kommt in den Zoom-Call nicht rein. Das ist ganz interessant mit so Steuerberatern und Rechtsanwälten. Da war es ein bisschen schwieriger noch, aber insgesamt am Ende des Tages hatten wir dann die Video- und Tonverbindung eigentlich immer am Start. Und ich glaube, dass das einfach so ein Weckruf jetzt nochmal war für alle,
die bestimmte Tools und Softwarewelt noch nicht hatten, die jetzt wirklich entweder in eine Kauflizenz oder in die größere Lizenz oder in die Verfügbarkeit auch für jeden Mitarbeiter zu bringen, anstatt dass es nur für diejenigen da zur Verfügung gestanden hat, die wollten. Und damit haben wir jetzt halt eine ultra krasse Skalierung. Man sieht es ja auch an den Software-as-a-Service-Unternehmen, wie gefragt dieses Feld plötzlich geworden ist, wie sich da Aktien entwickeln etc. Das ist ein richtiger Run. Und ich glaube, das wird nachhaltig bleiben. Ne? Also diese infrastrukturelle Umgebung der Toolwelt, wo man vernetzt arbeitet, Brainstorm-Formate, dann irgendwie kannst du den Klebi irgendwie dann doch nicht an die Wand kleben zu acht und dann muss man zusätzlich zum Zoom-Call oder zum Teams-Meeting noch eine zweite Software laufen lassen, an der man dann in Realtime interagiert. Dann gehen dann manchmal die Prozessoren in die Knie etc. Aber es hat oft geklappt und ich glaube, es werden super viele Rechner und Software-Lizenzen gerade verkauft, damit es halt noch glatter läuft alles. Das auf jeden Fall. Ich glaube, Madeleine, ich glaube, zu acht irgendwo sitzen und Sachen kleben ist genau, was euch wahrscheinlich beschreiben würde als kreative Agentur. Du hast uns vor einem halben Jahr schon mal erzählt, es war, glaube ich, ein Monat, bevor das hier alles losging, dass du manchmal stundenlang durch Supermärkte läufst und dich inspirieren lässt, wie denn andere Produkte verpackt sind, die ihr nicht gemacht habt. Was ist denn daraus geworden? Ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr das, was du jeden Tag machst für ein paar Stunden. Wie schaffst du es, allein für dich, aber auch mit dem Team, einfach diese Kreativität am Laufen zu halten? Ja, also Supermarktbesuche sind natürlich extrem eingeschränkt. Also das hat man am Anfang ja so gut wie gar nicht gemacht. Und insgesamt hat sich das Einkaufsverhalten ja nicht nur mein persönliches, sondern auch der Gesellschaft ja sehr stark verändert. Also für uns war es, anknüpfend an das, was Andreas da gerade gesagt hat, am Anfang natürlich auch total wichtig, wie können wir miteinander im Team kreativ bleiben, weil also wenn wir über Konzepte, Entwürfe und so weiter sprechen, dann haben wir halt große Boards vor uns und da kleben dann Scribbles und Entwürfe und wir, ja, also es ist wirklich ein kreativer Prozess, der auch manuell ist und der auch analog ist und das ging natürlich dann so schnell erstmal nicht. Und da mussten wir natürlich auch gucken, wie können wir das übertragen ins Virtuelle. Das hat also relativ schnell funktioniert, dass wir eigentlich alle ins Homeoffice gegangen sind und dann unser Setup gestanden hat. Auch die Verbindungen waren relativ schnell stabil. Aber eben der Umgang mit den verschiedenen Videotools, der ist halt auch nicht allen Kollegen so geläufig gewesen, weil die es auch einfach nicht machen müssen. Und so dass wir da dann eben teilweise eben auch WhatsApp-Gruppen hatten. Man schickt sich dann eben dann doch noch irgendwelche Store-Check-Bilder hin und her, die man noch vorher gemacht hat oder einer war tatsächlich im Markt und hat nochmal schnell fotografiert, so dass man eben auch über diesen Weg dann doch noch versucht, tatsächlich auch diese Wettbewerbsanalyse, die für uns ja auch wichtig ist, auch zu machen. Und dieses Verweilen und sich eben inspirieren durch das, was man in der Außenwelt sieht. Das ist ja für mich nicht nur Supermarkt, was wie ein Grafikdesignbuch ist, sondern überhaupt das Leben draußen, Gesellschaft, alles, was da stattfindet. Also und wenn ich an so einem Citylight laufe und sehe bestimmte Farbkombinationen oder man sieht halt, was die Leute anhaben. Also man kann ja an ganz vielen, es gibt ja so viele unterschiedliche visuelle Sprachcodes, die man aufsaugen kann als Designer. Und das fand ich tatsächlich sehr limitierend, dass man, also dass so diese Freiheit, einfach rauszugehen und alles zu sehen, was man sehen will und was einem so zufällig auch über den Weg kommt und das zu verdauen und daraus was Neues, Eigenes zu machen. Das war natürlich sehr eingeschränkt und da sieht man dann wiederum auch, dass wenn man dann anfängt, das Ganze digital zu versuchen, in dieser gleichen Zufälligkeit auch zu bekommen, dass man dann doch gefüttert wird, leider durch kluge Systeme, mit Dingen, die man sowieso sieht und die einem dann gefallen und vorgeschlagen werden und so weiter und so fort. Also man kocht da relativ schnell in der eigenen Suppe. Und dann ist es wiederum eben total wichtig, dass man sich mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen auch austauscht und versucht, deren Bilder im Kopf auch zu hören, zu sehen. Und das ist, glaube ich,
das finde ich eigentlich die größte Gefahr an dieser ganzen Online-Situation, dass man eben, natürlich gibt es alles online, also ich habe auch eine Readly-App, wo ich 100.000 Zeitschriften mir immer durchscanne und so weiter, aber das wiederholt sich auch alles irgendwann. Und das Neue kommt eigentlich ja durch so eine Komposition, was von außen kommt, durch Zufall. Und da muss man als Designer offen sein und das sehen und ja, neu zusammenbringen. Und das finde ich, ist eigentlich für uns Designer langfristig gesehen die größte Gefahr bei diesen Lockdown-Situationen. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Und dann geht es einfach darum, alles zu nehmen, was es gibt, wie du schon sagst, und sei es aus dem Fenster zu gucken und zu schauen, was passiert da. Kann es mich auf irgendwas bringen? Es gibt ja die verrücktesten Sachen, wo Inspiration dann eben passiert. Total spannend. Holger, jetzt bist du einer von zwei Medienvertretern auch hier auf diesem Panel. Was könnt ihr denn tun, um die Leute einfach inspiriert zu halten, um immer wieder Input zu liefern? Vielleicht wahrscheinlich auch nicht mehr über was Ausgedrucktes, was man in der Hand hält oder sich irgendwo holt, was schon viele Leute in der Hand hatten, sondern eben einfach auf anderen Wegen. Also ist für uns natürlich ein ganz pragmatisches Problem, nachdem wir ja als B2B-Medium in erster Linie, also das Gedruckte zumindest in die Büros geht, da ist es natürlich blöd, wenn keiner im Büro ist. Das heißt, du musst dir irgendwie was überlegen, wie die Leute da trotzdem rankommen. Und dann lernt man auch ganz schnell was über seine eigenen Kommunikationsfähigkeiten. Wir haben, ohne zu wissen, was passiert, irgendwie unser Modell verändert und schon Anfang des Jahres gesagt, dass alle Print-Abonnenten auch alle unsere digitalen Inhalte nutzen können. Also alles, was Abo ist, inklusive E-Paper und so weiter. Und bis heute ist es so, dass wir immer wieder Leute begegnen, die da noch nie was davon gehört haben. Obwohl man eigentlich denken würde, ja, wir haben es echt schon oft gesagt, wir haben es also schon so oft gesagt, dass es fast schon peinlich war bis sie. Aber da lernt man, also zum einen, wie sagt man immer, des Schuss des Kindes gehen barfuß. Das heißt, man ist meistens relativ schlecht in den Sachen, über die man berichtet. Und zum anderen ist es für mich echt eine echte Lehre, dass wir da ganz viel Wert drauf legen müssen, solche Sachen immer nachvollziehbar zu kommunizieren. Und klar, wir müssen darauf achten, dass die Leute digital an die Inhalte kommen. Das ist so ein wesentliches Ding. Und in beide Richtungen, also die sitzen ja auch zu Hause und stellen es her. Wenn ich irgendwie vergangenes Jahr um die Zeit bei uns gesagt hätte, übrigens, wir machen ab sofort die Printausgaben von zu Hause aus, dann hätten wir alle einen Vogel gezeigt, nie und nimmer geht die Daten und überhaupt und so weiter und so fort. Jetzt diskutiert da keiner mehr drüber, weil sie wissen, dass es geht. New Normal, wie jetzt so schön überall gesagt wird, auf jeden Fall. Genau. Wenn wir schon beim Thema Kommunikation sind, Andreas, ihr macht ja auch ganz viel auf Social Media, seid da auch ganz gern mal etwas provokativer. Denkst du jetzt durch diese ganze Situation, in der wir gerade alle sind, hat sich der Tonfall da auch ein bisschen geändert oder ist vielleicht auch das Interesse der Leute, die Content sehen, anders? Gute Frage. Wir haben es bei uns immer probiert zu kultivieren, dass wir Veränderungen mögen und Digitalisierung und Kreativität ist irgendwie immer auch mit Veränderung verbunden. Und wir merken, manche Leute kommen gut damit zurecht, manche nicht so gut. Ich glaube, dass wir jetzt mit dieser Phase mit noch mehr Digitalisierung in Berührung kommen. Und das beinhaltet aus meiner Sicht eben auch wieder neue Chancen. Und da ist ein Berührungspunkt zur Kreativität da. Und da hab ich so das Gefühl gehabt, wir sind so ein bisschen legitimiert darin, jünger und frecher zu sein, wie wir sonst aber auch schon waren. Und dann haben wir mal einen Takeover gemacht, der war also sowas von frech, da haben wir auch von dem einen oder anderen Leser ein bisschen Ärger bekommen und es ist so, also ich finde, man rückt ein bisschen näher zusammen durch das Digitale, also ich hatte mir dann überlegt, der Hintergrund, wie muss der bei mir aussehen und muss ich jetzt ein Office, aber ich bin ja im Homeoffice und da steht halt diese Blume und räume ich jetzt das Gästebett raus, also ich habe das Gefühl, dass irgendwie das Duzen und das Zusammenrücken in so einer B2B-Ebene irgendwie näher kommt. Manchmal ist es mir selber unangenehm,
oder auch ist mir die Nähe vielleicht dann auch zu viel, aber das gilt es jetzt irgendwie neu auszutarieren. Und wir sind da gern experimentierfreudig und haben glücklicherweise in der Firmen-DNA so ein bisschen implementiert, dass wir dieses Experimentierfreudige halt drin hatten. Deswegen haben die jüngeren Leute oder die, die bei uns an den Social-Media-Hebeln sitzen, sich eigentlich so ein bisschen enabled gefühlt durch die Situation und noch eine höhere Nähe eigentlich herstellen können zum Leser. Das ist kurz zur Ergänzung, finde ich total wichtigen Punkt, dieses Selbstverständliche. Also bis vor einiger Zeit wäre doch jeder tot umgefallen, wenn irgendwie Kind, Hund, Postbote die Telefonkonferenz gesprengt hat. Jetzt juckt es niemanden mehr. Ja, okay, hol dir schnell dein Paket und dann machen wir weiter. Und das finde ich tatsächlich, das ist einer der angenehmen Aspekte bei dem. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Es ist einfach, ich meine, es ist ja auch irgendwie was einem natürlich erstmal nicht so recht ist, was irgendwie unbequem ist. Aber ich finde auch so dieses Duzen und dieses Beisammensein irgendwie und halt auch, weiß nicht, einfach so ein bisschen offener sein zu können. Das ist irgendwie jetzt automatisch passiert, weil alle auch in der gleichen Lage sind, alle irgendwie wissen, wenn da irgendwie Kinder schreien, ist es halt so, weil es vielleicht im eigenen Haus auch so ist, finde ich auch total angenehm, wie sich das in der Hinsicht entwickelt. Holger, bleib gleich bei dir, bist schon so schön reingesprungen. Ihr seht ja auch jeden Tag die Kampagnen, die reinkommen, wie die sich verändern, was die Unternehmen alles tun. Auch da haben wir schon mal, ich glaube, ungefähr von einem Vierteljahr drüber gesprochen. Das war so eine Zeit, wo dann irgendwie jeder Imagefilm, jeder neue Spot gleich ausgesehen hat, mit der gleichen Musik, den gleichen Messages. Jetzt, glaube ich, ist es ein bisschen diverser geworden. Wo stehen wir denn? Was würdest du sagen? Also zunächst mal war ich persönlich überrascht, wie schwer sich viele Agenturen mit Veränderung tun in so einem Zusammenhang. Das muss man echt sagen. Gilt für Marken genauso. Aber bei Agenturen denkst du dir ja eigentlich, hey, da sitzen die Kreativen und die sind alle so fix im Kopf. Und ja, das gilt halt nicht für alle. Aber egal. Ich glaube auch, dass jetzt einiges passiert ist. Man ist jetzt so weg aus diesem gefühlten Zeit der Weihnachtsspots. Also vor Weihnachten hast du ja das, schickt da ja jeder irgendwelche rührenden Dinge mit und irgendwann kannst du es noch so gut gemachten Spot eigentlich nicht mehr sehen. Und ähnlich ging es mit diesen ganzen Corona gemeinsam und so weiter. Die waren dann irgendwie schon alle so ähnlich, dass ich so, boah, Leute, jetzt ist er mal gut. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt so einen Switch, vielleicht auch, weil es selbstverständlich ist. Und es kommen ein paar Sachen um die Ecke, die dann wirklich überraschend sind. Also beispielsweise, wir haben uns ja schon kurz ausgetauscht dazu, irgendwie, dass Burger King irgendwie eine Anzeige schaltet, bestellt bei McDonald's. Ja, hätte man auch jetzt nicht erwartet. Und das Ganze dann auch nicht als platte irgendwie Kampagne daherkommt, sondern sogar unterfüttert es mit Erklärungen, warum ist es so und unterstützt Gastronomie. Sowas ist immer noch überraschend und funktioniert, denke ich, dann am Ende auch. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wer ab und zu mal Fußball anschaut, so Champions League und so. Da gibt, ich bin jetzt überhaupt kein Biertrinker, aber dieser Heineken-Spot ist trotzdem bei mir hängen geblieben, weil die haben nämlich das total intelligent aufgegriffen, dass du irgendwie zwar alleine guckst, halt nicht Stadion und nicht mit vielen Leuten, aber trotzdem nicht allein bist und auch optisch sehr intelligent gemacht. Und solche Dinge begegnen einem jetzt, finde ich, immer öfter. Gleichzeitig gibt es halt auch immer noch Sachen, was ich Moment, unter welchem Stein habt ihr das letzte halbe Jahr verbracht? Weil wenn ich dann irgendwie plötzlich Spots sehe, in denen Tennisspieler vor vollen Stadien zugange sind und mir jemand erzählen will, wir bringen die Energie zurück, dann kommt es halt echt strange rum. Obwohl es vielleicht ein guter Spot ist, aber nimmt gar keiner mehr wahr. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das Schalter ist jetzt da auch bei den allermeisten irgendwie gekippt und jetzt wird es wirklich kreativ wieder. Ja, finde ich auch. Man sieht wirklich solche und solche Sachen. Manches ist super kreativ und man denkt sich echt richtig cool und bei anderen Sachen kann man echt nur den Kopf schütteln. Aber da ziehen jetzt, glaube ich, die meisten auch schon so nach.
Madeleine, was würdest du denn sagen, was hat sich denn in Sachen Verpackungsdesign geändert? Also ihr macht ja viel für Lebensmittel gerade. Gibt es da auch einen Switch jetzt durch die letzten Monate? Was hat sich geändert? Also tatsächlich gibt es Veränderungen im Einkaufsverhalten, die auch messbar sind. Also früher hatten wir ja immer so diese 3 bis 5 Sekunden am Regal, die wir hatten, um den Konsumenten zu überzeugen. Mittlerweile wissen wir, es ist 1 Sekunde. Und das hat damit zu tun, dass zum einen man halt möglichst nicht so lange in der Öffentlichkeit sein will. Man will nicht mehr verweilen. Man rast rein, hat einen Einkaufszettel und kauft möglichst viel ein, damit man nicht so oft einkaufen muss. Und deshalb muss Verpackung auch schneller und einfacher kommunizieren. Also ich muss viel schneller erkennen können, was ist der Benefit, worum geht's, was ist die Story, die sie mir erzählen wollen. Einerseits ist es so, dass viele Konsumenten sehr preissensibel sind, aber andererseits haben wir alle wahrscheinlich durch unterschiedliche Situationen, die wir so erleben, das Gefühl auch, also wir brauchen emotionale Geborgenheit und wir wollen uns belohnen und wir brauchen im Grunde Produkte, die uns auch einen Genuss versprechen. Also es gibt so zum einen dieses, dass man eben sehr aufs Geld guckt einerseits und dann eben Handelsmarken natürlich auch verstärkt ins Spiel kommen, aber zum anderen eben möchte ich mich inspirieren. Also wenn ich schon nicht ins Ausland reisen darf, dann will ich wenigstens irgendwelche schönen Gerüche haben, Produkte, die schön verpackt sind. Also ich will auch diese haptischen Momente auch erfahren. Also Schokolade, die toll verpackt ist oder mit irgendwelchen Effekten ist. Das ist schon etwas, wo ich versuche, mich zu belohnen für eben all diese Situationen, die ich aushalten muss. Und insgesamt ist es so, dass diese, also die Konsumenten versuchen halt möglichst an einer Einkaufsstätte auch alles zu bekommen, aber die darf wiederum auch nicht zu groß sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man natürlich langfristig gucken muss, wie oder was bieten beispielsweise Drogerien dann noch alternativ an, also in Hamburg ist ja Budnikowski sehr stark und hier am Mühlenkamp haben wir beispielsweise auch einen, der hat schon vor der Pandemie, hatten die aber auch frisches Obst und Gemüse, die haben Tiefkühlprodukte, also Lebensmittel, um halt genau diesen Phänomen, dass ich will nicht in 3, 4, 5 verschiedene Märkte gehen, um mich zu versorgen, sondern ich will alles an einer Stelle haben. Hm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich sehr, sehr stark ausgeprägt hat, also stärker als es vorher der Fall war. Also da war man schon bereit, eben für diesen ganzen Kosmetikkram in die Drogerie zu gehen und nur im Notfall mal bei Rewe, Penny, Edeka oder sonst wo da das Waschpulver zu kaufen, sondern das hat man eigentlich alles immer in der Drogerie gemacht. Und das verändert sich auch. Hm. Ja. Finde ich echt alles total spannend. Ganz viel Veränderung, aber auch ganz viele gute Dinge, würde ich es mal zusammenfassen, die passiert sind, trotz allen Dingen, die natürlich nicht gut sind. Vielen, vielen Dank euch. Wir haben schon ein kleines bisschen überzogen. Ich glaube, wir könnten noch 5 Stunden weitersprechen zu 5. Vielen, vielen Dank für euren Input. Fand ich total super, hat mir total Spaß gemacht. Im Chat ging es auch richtig ab. Da müsst ihr auch gleich nochmal hier reingucken. Wir haben über B2B-Nail, kam auch nochmal von Murat. Und ein Fokussieren aufs Wesentliche, das ist doch schön zu hören. Freut uns, glaube ich, alle. Und wir bauen gleich nochmal kurz um. Wir gucken uns ein Video an und dann sehen wir den Matthias Schulze mit noch weiteren Highlights von der MAX. Euch dreien einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und danke. Bis zum nächsten Mal. Ebenso. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
da sind wir schon wieder, haben umgebaut. Wenn ihr euch wundert, warum ich so blau aussehe, mich wundert es ehrlich gesagt auch. Ich glaube, mich verlässt hier die Farbtemperatur der Kamera. Egal, die gute Nachricht ist aber, es geht gleich nicht mehr mit mir weiter, nämlich Julia weiß Bescheid. Genau, es geht weiter mit dem Matthias. Herzlich willkommen zurück bei Dobi Life for Business. Du warst ja schon ein paar Mal dabei und du hast uns jetzt so einiges noch mitgebracht für die letzten 20 Minuten. Und zwar wurden auf der Max ja total viele neue Produkt-Updates und Highlights vorgestellt und da wirst du uns heute einiges zeigen. Und ich würde sagen, ich übergebe direkt an dich und wünsche dir ganz viel Spaß. Alles klar, ich tue mein Bestes. Dann gebe ich gleich mal meinen Bildschirm frei. Schalte mich mal um. So. Und da solltet ihr mein Slide-Deck sehen. Passt, denke ich, oder? Ja. Okay. Also für die, die mich noch nicht kennen, Matthias Schulz haben wir schon gehört. Ich bin Principal Solution Consultant. Bedeutet, ich bin Produktspezialist und ich betreue seit, ich glaube, 18 Jahren Großkunden. Genau. Was habe ich euch mitgebracht? Also jetzt nicht die ganzen Funktionen rauf und runter. Das schaffen wir nicht in Photoshop, Illustrator, InDesign und den ganzen Produkten, die wir haben. Sondern ich habe das Thema, so wie Sinja vorhin schon auch adressiert hat, beschleunigte Produktivität durch Zusammenarbeit. Ja, das heißt, wir gucken uns also mal an, den Kleber dazwischen, wie man effizient gerade eben auch in Covid-19-Zeiten hier zusammenarbeiten kann. Ja, so was heißt das jetzt? Ganz einfach, immer dran denken, Creative Cloud oder auch Creative Cloud for Enterprise ist eine Plattform. Es ist nicht nur eine Software oder irgendwelche Software-Kombos zur Miete. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich immer wieder feststelle, dass viele die Workflows gar nicht, wie sagt man, explorieren, ausprobieren und neue Wege einfach verschenken, diese weitaus effizienter gehen könnten. Ja, denkt immer bitte dran, das ist eine Plattform, die ihr da habt. Ja, das ist jetzt nicht nur so ein paar Programme zum Rumdesignen oder kreativ sein. Was gucken wir uns heute an? Unser Schwerpunkt ist tatsächlich der Blickwinkel, dass es ein kollaboratives System ist. Ja, das heißt, jeder von euch hat seinen eigenen Werkzeugkasten. Hoffe mal, dass er den hat. Und da kann man natürlich sehr, sehr gut auch im Team gemeinsam zusammenarbeiten. Ja, das heißt, wir werden uns heute natürlich angucken, wie man mit Bibliotheken, mit Creative Cloud Foldern, also die lassen wir heute mal eher weg, aber mit Bibliotheken und Cloud Dokumenten sehr, sehr effizient zusammenarbeitet, sodass alle eben den Benefit davon haben im Team, dass man schneller, jetzt man kann sagen, faster time to market in seinem Kreativprozess hat. Das heißt, genau gesagt, gucken wir uns heute mal an, sehr früh, dass ich also mein Design, meine Kreativität sehr früh schon beginnen kann. Dann werden wir uns auch angucken, das Thema Kommentar- und Freigabeprozesse, denn davon lebt ja das Ganze, dass man sagt, hey, good to go, vom Art Director oder sogar vom Kunden, wie man das sehr, sehr einfach direkt auch in den Apps einholen kann. Und dann werden wir natürlich auch einen Blick drauf werfen, wie man mit Bibliotheken und auch den Cloud-Dokumenten hier sehr, sehr effizient arbeiten kann im Sinne von Kollaboration. Was habe ich euch vorgekocht? Ganz einfach so eine kleine Mini-Kampagne. Das heißt, wir werden uns hier mit Fresco, Illustrator, InDesign, XD und Spark diese Mini-Kampagne komplettieren und gucken uns natürlich auch an vom Anfang, also von der Skizze bis zur Fertigstellung. Ja? Das ist also nur mal so vom Set her, dass ihr halt versteht, worum es geht oder was ich da heute mache, wenn ich durch die 25 Minuten durchrase. Okay, dann starten wir mal durch. Das heißt, wir gehen hier mal auf mein iPad und wir fangen mal an, so quasi Designphase zu spielen. Das heißt, ich fange hier mal in Fresco an. Und genauer gesagt habe ich jetzt natürlich was vorgekocht, weil in 25 Minuten kann man nicht mit einem leeren Canvas anfangen. Das heißt also, das ist so das Leitmotiv dieser Mini-Kampagne, das ich hier skizziert habe. Und in Fresco, ich hoffe, das wisst ihr, ist halt eine sehr, sehr spannende, effiziente App zum Illustrieren, zum Zeichnen, zum Skizzieren. Aber wie gesagt, ich mache heute keine Deep-Dive-Demos. Wenn ihr gerne mal Deep-Dive haben wollt zu einzelnen Apps, Fresco, was auch immer wir haben, dann lasst es uns bitte wissen, schickt uns einfach eine E-Mail, dann ist es eure Zeit, euer Wunschkonzert. Aber heute geht es eben um Kollaboration. Okay, also vielleicht eine kleine Neuigkeit dazu, bevor wir hier einsteigen. Man kann jetzt, das ist sehr, sehr spannend, finde ich, in Fresco hier mit neuen Pinseln arbeiten. Also es sind Pinsel drinnen, aber wir können auch Pinsel dazuladen. Das heißt, zum einen, hier unten ist so ein Plus-Button, kann ich jetzt sagen, hey, importiere mir die Pinsel als Datei, also dieselben Pinsel aus Photoshop zum Beispiel, die wir in Photoshop verwenden. Oder ich sage, discover new brushes. Und dann sieht man eben, hey, das sind die Brushes, die wir von Adobe zur Verfügung stellen. Also wie die Sommer 2020 Brushes oder eben auch die Keith Haring Brushes, die Sinja vorhin auch erwähnt hat. Die könnt ihr einfach hier dazuladen. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das heißt, ich habe mir die sogar schon, ihr seht es hier unten, in eine Bibliothek reingepackt. Die habe ich Keith Haring genannt, ganz pragmatisch.
Und die verwende ich jetzt einfach mal. Das heißt also, ich nehme jetzt mal hier so eine Sprühdose vom Keith Haring, so Spray Paint 3. Und wir nehmen jetzt mal weiße Farbe und ich mache jetzt mal hier so symptomatisch, dass ich jetzt praktisch ganz von Scratch skizzieren würde, wenn es eine Fresco-Demo oder Präsentation wäre, mache ich jetzt einfach mal hier so ein Highlight auf diese Glühbirne. Falls ihr euch fragt, warum das jetzt so gelb drinnen ist, obwohl ich weiß gewählt habe, ganz einfach, die Ebene ist hier auf Overlay gesetzt. Okay, das ist mal das eine. Oh, und dann ist noch was Interessantes, wenn ihr Skizzen macht oder eben auch schon Sachen vorbereiten wollt. Ihr könnt auch sehr, sehr gut mit Typografie arbeiten. Das heißt, ich kann hier ganz einfach, wir nehmen mal jetzt hier diese blaue Farbe, die ich in der Skizze habe, von dem Menschen hier, gehe auf das neue Type-Tool und kann dann sagen, hey, hier oben wollen wir einen Text reinsetzen. Und dann nennen wir jetzt mal hier dieses Leitmotiv Boost Your Flow. Yes, genau. Kann das Ganze positionieren. Ihr seht auch rechts, man kann auf die ganzen Schriften zugreifen, die ihr von Adobe gewohnt seid, als Teil, ich sag's immer wieder, von eurer Plattform. Und ja, ich skaliere das Ganze jetzt mal hier rüber. Wunderbar. Gut, damit ist das Ganze fertig. Wie gesagt, es ist keine Fresco-Demo, sondern es soll nur dazu dienen, keep in mind, ihr könnt sehr früh anfangen, eben auch illustrativ zu arbeiten. Vielleicht sogar, wenn der Look erhalten bleiben soll. Hier geht es eher darum, ein Konzept zu kommunizieren. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema Konzept kommunizieren. Ach so, übrigens, ein wildes wollte ich euch noch zeigen, das habe ich ganz vergessen. Bei dem Thema Pinseln. Wie gesagt, ich bin auch so ein Designer at heart, genauso wie Sinja, habe auch so einen grafischen Background, habe eine ganze Reihe von Kreativjobs gehabt vor Adobe. Bei dem Pinseln, es gibt ja die Capture App. Ich hoffe, dass ihr die kennt, Capture App. Und da könnt ihr eigene Pinsel aus allem, was ihr sehen könnt, generieren. Ja. Und ich habe das jetzt hier mal gemacht, was ganz Obskures, passt hier gar nicht rein, aber euch mal diesen Scope zu zeigen. Und ich habe jetzt hier einfach aus Vogelfedern Pinsel erstellt. Ja. Macht jetzt hier keinen Sinn, weil so ein Indianer passt hier nicht rein. Aber denkt bitte dran, the sky's the limit. Oder nicht mal der, was ihr hier machen könnt. Okay, aber mal zurück zu dem Thema. Das heißt, mein Konzept ist fertig und jetzt geht es um Kollaboration, um Feedback einholen. Ne? Ganz einfach, ihr könnt jetzt hier direkt aus Fresco sagen, ich möchte das, was ich hier gemacht habe, zum Kommentieren schicken. Ich sage also jetzt hier, okay, ich lade jetzt Leute ein, sag Share Links, so nennt sich das, und schickt es jetzt, ihr seht, es geht per SMS, den ganzen Sachen, die von iOS unterstützt werden. Ich schicke das jetzt hier als E-Mail quasi an mein alter Ego. Oh, mein alter Ego nennt sich so und sagt dann einfach Feedback bitte, ganz pragmatisch, und schickt es eben hier ab. Und fertig, draußen ist sozusagen der Request für Feedback. Wie sieht es jetzt auf der Gegenseite aus? Das ist eine Frage, die mir halt oft gestellt wird. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, wir wechseln einfach mal hier auf eine andere Maschine, in mein alter Ego. Ich müsste eigentlich so einen anderen Hut aufsetzen. Und wir sehen, hey, ich habe jetzt hier eine Mail bekommen von meinem anderen oder von dem anderen Matthias Schulze. Klick drauf und da steht, okay, Feedback bitte. Ja, und klicke ich einfach mal drauf. Und ihr seht, die Leute, die an so einem Feedback-Prozess teilnehmen, gerade schon aus Fresco zum Beispiel, die brauchen nichts anderes als einen Webbrowser. So, und dann kann ich jetzt eben hier mir das Ganze anschauen und kann jetzt sagen, okay, ich gebe jetzt Feedback dazu und kann jetzt sagen, was nochmal da, passt soweit, bitte Typo korrigieren zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich mal tippen kann, hier mit hingucken und so weiter. Egal. Korrigieren und was machen wir noch? Typo korrigieren und dann. Genau, Reinzeichnung. Alles klar. So, sag senden. Bedeutet, dass es sozusagen hier an dem Artwork der Kommentar hier mit dabei ist. Jetzt hat er mir den nicht genommen. Machen wir es nochmal. Machen wir es mal ganz kurz. Typo, Ausrufezeichen und dann RZ für Reinzeichnen. Ach da, gut, war ich zu ungeduldig. Da haben wir es dann schon. Hier steht also das Feedback. Und das Spannende ist, wenn wir hier zurückgehen, dass man das direkt in Fresco sieht. Das heißt also, ich kann jetzt hier dieses Panel aufrufen und ihr seht, hier steht jetzt das Feedback von den Leuten, die ich per E-Mail hierzu eingeladen habe. Ja, also eine sehr, sehr effiziente Sache, finde ich. Ihr könntet jetzt hier auch ein Reply machen, wenn ihr es gefixt habt oder die Korrektur gemacht wird. Habe ich getan und fertig ist die Laube, wenn das
darum geht, Feedback einzuholen. Und übrigens, by the way, ihr könnt auch hier sagen, send to Illustrator in eurem kreativen Prozess. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte jetzt die Reinzeichnung machen, schicke ich es mir direkt an Illustrator und es öffnet auf den Maschinen, auf denen ihr eingeloggt seid. Ja? Müsst ihr nicht machen, es gibt auch noch andere Wege. Andere Wege gucken wir uns mal an. Das heißt, wir wechseln jetzt einfach mal die App. Das heißt, wir gehen mal aus Fresco raus. Ich speichere das kurz ab, in dem Sinne, dass ich einfach auf den Homescreen gehe. Übrigens, by the way, man muss nicht nur zeichnen. Ich verwende zum Beispiel auch Fresco, um Konzepte aufzuschreiben. Und ihr könntet die Konzepte natürlich auch genauso rausschicken wie das Artwork, was ich gerade gezeigt habe. Ne? Denkt da einfach mal auch aus der Schachtel raus ein bisschen. So, Illustrator auf dem iPad, haben wir auf der Max vorgestellt, kann man auch cool verwenden, um halt on the go oder mobil schon eine Reinzeichnung zu machen. So, das heißt, ich kann jetzt hier in der Datei sagen, okay, wir nehmen das, was wir in Fresco designed haben, gehe also auf meine Cloud-Dokumente und da sind wir schon bei dem Thema Cloud-Dokumente. Das heißt, alles, was wir in Fresco, Illustrator auf dem iPad, Photoshop auf dem iPad machen, sind Cloud-Dokumente, auf die ich zugreifen kann. Sowohl von einem mobilen Endgerät als auch auf dem Desktop. Gehe also eben hier in meinen Fresco-Folder rein, nehme jetzt hier mein Drawing, was nehmen wir da oben, diesen Boost Your Flow, den wir da hatten, sag, okay, die Ebenen sollen tatsächlich in funktionierende Objekte umgewandelt werden und kann jetzt hier das Artwork, was ich in Fresco generiert habe, hier reinplatzieren. Warum nicht? Passt. So, haben wir also hier in den Ebenen drinnen. Jetzt kann man natürlich sehr, sehr spannende Sachen machen, wenn es um Thema Reinzeichnung geht. Ja, das heißt also, wir könnten jetzt sagen, ich zeige euch das nur mal kurz. Das, wie gesagt, soll keine Illustrator-Demo sein, nur euch ein bisschen Appetit auf mehr machen. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, wir zeichnen jetzt hier einfach mal was, nehmen jetzt einfach mal die blaue Farbe aus dieser Skizze raus. Also sagen hier, okay, wir wollen die Farbe haben, gehen auf die blaue Farbe und ich fange dann einfach mal an. Ich fange einfach mal an, hier Punkte zu setzen. Und ihr seht, das Coole ist, ich kann die Punkte ganz einfach hier verändern. Das heißt also, man kann sehr, sehr einfach hier in Illustrator auf dem iPad mit Pfaden arbeiten, was ja sehr viele von euch verlangt haben. Und das Coole ist, ich ziehe einfach die Punkte hier auseinander, um so ein Jäckchen hier zu zeichnen, mache einen Doppeltap auf so Eckpunkte und sie werden rund dargestellt. Also ihr könnt sehr, sehr schnell hier mit dem Zeichnen anfangen. Ja, das einfach mal so. Machen wir natürlich aus Zeitgründen nicht, sondern ich habe natürlich ein bisschen was vorgekocht. Noch eine andere Sache, die hier sehr, sehr interessant ist. Also wir können mal auf das Vorgekochte wechseln. Das heißt, wir blenden mal das Vorgekochte ein, haben also hier verschiedene Vektorobjekte drinnen. Und was vielleicht ganz interessant ist noch, das, was wir hier mit reingebracht haben von Fresco, da haben wir ja diesen Textlayer. Und das ist tatsächlich ein Textlayer. Also alles, was Vektoren ist, wird von Fresco mit übernommen. Das heißt, ich schiebe das jetzt einfach mal hier nach oben. Und wir können natürlich auch den Textlayer hier editieren, dass ich sage, gut, da braucht man eine andere Typo. Da gehen wir einfach mal her und sagen, nehmen jetzt diese Asia Bat. Die sieht ganz cool aus. Sieht vielleicht ein bisschen groß aus. Machen das Ganze hier noch ein bisschen kleiner. Passt also. Gut. Was können wir noch machen? Ganz einfach. In der Zwischenzeit stellen wir uns einfach mal vor, dass Kollegen eine Creative Cloud Bibliothek auch mit Assets sozusagen befüllt haben. Das heißt also, wo kommen diese Objekte her? Ganz einfach. Entweder ich zeichne sie direkt oder wir können einfach sagen, wir gehen in unsere Bibliothek rein, auf der wir gemeinsam hier zusammenarbeiten und nehmen so ein Artwork raus. Und das kann ich natürlich jetzt hier einfach platzieren, kann es skalieren. Also ihr seht, es ist entweder ihr macht es direkt hier in Illustrator auf dem iPad. Oder wenn ihr gemeinsam im Team arbeitet, haben vielleicht andere schon Design-Elemente generiert, Vektor-Design-Elemente oder andere Elemente, die könnt ihr dann direkt hier sozusagen reinplatzieren. Ja, mit meinem Artwork soll es jetzt hier mal gut sein, einfach um euch mal auszumalen, wie man mit Fresco und Illustrator hier so im Handshake gemeinsam zusammenarbeiten kann. Guckt euch das Ganze auch mal an, ich finde es sehr, sehr spannend, was man hier machen kann und dass man eben auch hier auf Bibliotheken direkt zugreifen kann, um gemeinsam Assets zu bauen. Ja, auch hier gilt, muss ich das speichern? Nein, ich gehe einfach nur auf den Homescreen und wir sehen, was passiert. Das, was ich hier in Illustrator gemacht habe, wird automatisch synchronisiert. Man sieht es also hier in diesem Sync-Icon und damit steht es überall zur Verfügung. Und dann können wir im Endeffekt den nächsten Schritt gehen, dass wir jetzt wieder einen anderen Hut aufsetzen und sagen, okay, ich arbeite jetzt auf dem Desktop weiter
Und wir finalisieren jetzt mal die anderen Komponenten dieser Kampagne. Das heißt also, ich gehe jetzt hier zurück zu Illustrator auf den Desktop, habe jetzt hier was vorbereitet. Es könnte auch ein anderer Kollege sein, der hier was vorbereitet hat. Und wir öffnen jetzt einfach mal dieses Artwork. Ja, sag also hier jetzt öffnen. Und im Öffnen-Dialog sehen wir jetzt, kann ich hier sagen, Cloud-Dokument öffnen. Und kann dann eben in meinen Ordner reingehen. Auch hier kann man Ordner anlegen in den Cloud-Dokumenten und habe hier mein Artwork. Ja, und kann jetzt hier Last-Minute-Änderungen durchführen. Also wir könnten zum Beispiel hier eine ganz spannende Sache machen. Ich könnte jetzt mal diesen jungen Mann hier auswählen. Das machen wir ganz einfach auch mal. Wähle den hier aus und könnte dann sagen, okay, wir wollen hier einen Recolor machen. Ja, also immer mache hier mal einen Unlock, wähle den jungen Mann aus und kann jetzt dann sagen, okay, wir gehen in unsere Bibliothek rein und da haben wir jetzt ein ganz spannendes Motiv, so ein Sunset-Aufnahme. Und ich kann jetzt hier sagen, okay, wir wollen jetzt diese Vektorzeichnung, diesen jungen Mann hier, mit der Farbskala von diesem Hintergrundbild neu farblich ausstatten. Ich klicke also auf OK. Das Bild wird analysiert und ihr habt gesehen, die Farbrange aus dem Bild wird sozusagen jetzt direkt hier angewendet. Ja, ist also auch eine von den neuen Möglichkeiten, die hier drinnen sind. Lass uns an der Stelle mal gut sein, denn die spannende Frage ist jetzt, wie kriege ich dieses Artwork, was ich jetzt hier aus der Cloud als Cloud-Dokument geöffnet habe, wie kriege ich das jetzt für andere wieder zur Verfügung gestellt? Weil momentan kann man Cloud-Docs noch nicht gemeinsam bearbeiten. Ich denke mal, das wird kommen. Dann kann ich hier ganz einfach sagen, ich speichere mir die Grafik hier ganz einfach in meine Bibliothek rein und die taucht eben hier oben auf als Bildmaterial 2. Ich kann das auch mal Artwork nennen und damit steht sie dem zur Verfügung. Und das Interessante dabei ist, wenn wir mit Cloud-Dokumenten arbeiten, gibt es natürlich auch noch sehr andere spannende Sachen. Soll heißen, bei diesem Illustrator-Kampagnen-Piece möchte ich jetzt mal Artwork und kann sagen, die Ebenen, die da drinnen sind, in diesem Photoshop-Dokument, in diesem Photoshop-Cloud-Dokument, sollen in Objekte umgewandelt werden. Einfach als Beispiel mal, was so geht. Denn wir haben ja ein Illustrator-Cloud-Dokument verwendet, was wir sozusagen auch gesehen haben, ein bisschen, wie es entstanden ist. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein Photoshop-Cloud-Dokument und skaliere das jetzt mal ein bisschen kleiner, weil es doch ein Riesentrum ist. Da sagen wir mal, maybe 15%. Gehe einfach mal raus, platziere das Ganze hier mal in Position. Und das Spannende ist jetzt, dass man hier an diese einzelnen Elemente rankommt. Das heißt also, die Ebenen, die hier in diesem Photoshop-Cloud-Dokument drin sind, kann ich jetzt bearbeiten. Das heißt also, ich kann hier reingehen und kann diesen, nicht nur das Artwork, sondern kann auch diesen Zettel, der hier drinnen ist, ich mache das vielleicht mal größer, oder auch diese 4, die hier drinnen ist, als Pixeldateien in Photoshop drinnen waren, kann ich eben hier nutzen und verändern, obwohl es Pixeldaten sind. Ja, es ist direkt, wie sagt man, eingebettet, noch nicht verknüpft. Das wird kommen, aber es ist trotzdem, finde ich, eine sehr, sehr leistungsfähige und spannende Sache, hier mit Cloud-Dokumenten die zu nutzen oder eben zusammenzuarbeiten. Was gibt's noch oder was wollen wir als nächsten Schritt hier bewerkstelligen? Wir gehen jetzt einfach mal nach InDesign als nächstes Piece, was wir hier vervollständigen wollen und können natürlich auch wieder unsere Bibliotheken nutzen. Egal, weil es unsere Kampagne ist, die wir gemeinsam nutzen oder weil das für mich freigegeben wurde als Dienstleister, weil das CE-konform ist zum Beispiel, was hier drinnen ist. Ja, ja, dann können wir einfach mal loslegen, dass wir hier verschiedene Änderungen durchführen. Wir können einfach mal sagen, hey, der Text stimmt nicht. Da verwenden wir einfach mal die richtige Headline oder das richtige Absatzformat. Wir können natürlich auch hier die korrekten Farben aus der Bibliothek einsetzen, dass wir sagen, okay, die Corporate Colors sehen ein bisschen anders aus. Färbt das Ganze hier entsprechend mal ein, dass wir hier keinen Kollateralschaden CI-mäßig verursachen. Wir können natürlich genauso, so wie wir es auch in den mobilen Apps gesehen haben, hier Objekte reinplatzieren, kann also sagen, okay, diese ganzen Icons, die kommen hier rein. Da haben wir noch ein Service-Icon, das kommt jetzt hier rein. Und haben noch ein Service-Icon, müssen wir denn da noch schönes hier, den Service 5 haben wir da noch, platzieren wir rein. Geht also alles super easy. Unser Leading Artwork geht natürlich auch, das heißt, das schmeiße ich hier auch rein. Könnt es hier sehr schön passend reinskalieren. Platzieren das hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen ansprechender, dass es hier drin steht. Ihr seht also, das geht wunderbar direkt auch aus den Bibliotheken raus, am Beispiel hier von InDesign. So, jetzt Kollaboration heißt natürlich auch, hier brauche ich jetzt wieder Feedback aus InDesign zum Beispiel raus. Ist es das oder passt es oder sieht es gut aus? Ja, ganz einfach. Aus InDesign kann ich sagen,
für Review freigeben. Ich kann also sagen, es soll hier einen Review-Link sozusagen erstellt werden. Und ich lade jetzt auch mal jemanden ein, quasi wieder mein alter Ego, sag also hier im Schulze, schauen wir mal, ach, da haben wir ihn schon, genau, und schreibe jetzt auch wieder rein, bitte Freigabe zum Beispiel, sag einladen und die Einladung wird gesendet und gleichzeitig wird das Review-Panel geöffnet. So, wenn wir jetzt wieder den Tisch wechseln, also wir gehen jetzt hier mal wieder in meinen Gmail-Account rein, sehe ich, okay, ich habe jetzt wieder eine Einladung als Außenstehender, als Agentur, etwas zu überprüfen. Klicke also auch wieder auf Überprüfen und auch hier, wie gesagt, ich bleibe im Web-Frontend oder in der Web-App und kann jetzt hier meinen Kommentar abgeben. Und da gibt es auch ganz spannende Sachen, neue Arten von Kommentaren, die man hier hinterlegen kann. Also ich kann natürlich einmal einen ganz simplen Pin setzen und kann dann sagen, bitte Corporate Blau zum Beispiel, pack den hier rein. Oder wir können natürlich auch Kommentare verwenden, wo bei denen Text ausgetauscht werden soll. Kann also hier sagen, da kommt jetzt das Wort Move zum Beispiel rein und nicht Decision und send das Ganze. Ja, zack. Wenn wir zurückgehen nach InDesign, sehen wir hier in diesem Review Panel, haben wir jetzt hier die Korrekturhinweise drinnen und ich kann auch draufklicken und man sieht sehr schön, es wird mir auch gleich angezeigt und ich kann die Änderung gleich durchführen, dass ich sage Move und bitte hier Corporate Blau. Gut, das machen wir auch gleich. Das heißt also auch hier wieder nehmen wir unsere Bibliothek zu Rate und nehmen das Corporate Blau und haben die Korrekturen durchgeführt. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich antworte drauf und sage, hey, das habe ich gemacht oder ich löse ganz einfach die Kommentare hier auf, weil sie erledigt sind und kann dann eben hier sagen, wir aktualisieren den Review und automatisch wird die Datei die, oder die Änderung, die wir durchgeführt haben, jetzt hier in den Review hochgeladen und alle, die zu dem Review eingeladen worden sind, sehen die Änderungen. Das ist also eine sehr, sehr spannende Sache. Eben auch wieder ein weiteres Beispiel, dass ich direkt aus den Apps raus fragen kann oder Feedback einholen kann, ob das Ganze funktioniert und ob das Ganze für die Freigabe zum Beispiel ist. Gucken wir mal ein weiteres Beispiel an, wie man Bibliotheken einsetzen kann. Vielleicht weniger Review bei dem Beispiel gesetzt, sondern eher Kollaboration. Also wir haben jetzt hier ein XD-Dateien, Prototypen auch für eine App, die zu dieser Kampagne gehören soll. Und das Spannende ist, wir können jetzt Bibliotheken auf eine sehr, sehr spannende neue Art einsetzen. Das heißt, ich mache die Bibliotheken hier mal auf, also das Bibliothekenfenster. Das ging ja schon länger in XD. Aber das Spannende ist jetzt, dass wir diese Bibliotheken als Designsystem verwenden können. Also entweder schöpfe ich aus einer bereits bestehenden Bibliothek raus. Wir können das ganz einfach mal machen, dass ich jetzt sage, okay, wir nehmen also dieses Artwork, was wir hier generiert haben. Nehmen also mal hier dieses Artwork. Ich platziere das mal rein. Einmal hier und einmal da. Dann können wir natürlich auch mit, genauso wie wir es in InDesign gesehen haben, mit den Absatzformaten arbeiten. Also ich kann sagen, wir nehmen jetzt hier die korrekte Schrift, weil in dem Prototypen hat es noch nicht gestimmt. Ich kann es also anpassen. Und wir können natürlich auch jederzeit den Text ändern. Textblöcke können wir noch nicht transferieren. Wir werden mal sehen, ob das dann kommt. Und wir können natürlich die Artworks hier einsetzen. Das heißt also, ich platziere die jetzt hier ganz einfach mal rein. Da haben wir den Läufer nochmal. Und dann haben wir hier die Schere nochmal. So, jetzt, die Bibliotheken können share-only sein, also dass ich nur die Sachen nutzen kann und jemand anderes ändert sie und ich partizipiere dann von den Änderungen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie so eine Änderung funktioniert, weil ich hier voll Zugriff habe. Ich kann also sagen, hey, wir wollen dieses Icon, dieses weiße Scheren-Symbol hier ändern. Das ist originale Illustrator-Datei. Das heißt also, ich verwende jetzt hier, bin automatisch in Illustrator gelandet mit dieser Datei aus der Bibliothek raus. Färbt die Schere jetzt mal schwarz ein und speichert das Ganze zurück. Und wenn wir jetzt zurück zu InDesign gehen, dann sehen wir, ist automatisch der Link hier unten aktualisiert. Und in XD, da dauert es manchmal ein bisschen, hier in der Bibliothek ist es schon aktualisiert, wird die Änderung dann eben auch hier durchgeführt. So, da haben wir es schon, da ist die Änderung dort. Geht also sehr, sehr einfach. Jetzt kann man das Spiel natürlich auch umdrehen.
oder noch anders nutzen, dass man sagt, man erweitert es nicht nur, um gemeinsam Assets zu nutzen, sondern das Thema Designsysteme. So, was heißt das jetzt? Nun, in der Vergangenheit war das so, ich konnte eine XD-Datei in die Cloud hochladen und diese XD-Datei war quasi die Referenz, aus der ich die ganzen Komponenten verwendet habe. Wenn eine Komponente in der Master-Datei geändert wurde, hatte ich die Änderung auch in den anderen XD-Dateien, also meinen Prototypen, wenn man so will. Das geht natürlich nach wie vor auch. Das heißt also, wenn wir hier mal aus der Bibliothek rausgehen, kann ich jetzt sagen, okay, wir möchten jetzt hier einfach mal eine Verknüpfung durchführen, indem ich hier sage, ich möchte jetzt hier, gehen wir mal rein, möchte jetzt eine Verknüpfung durchführen. Das geht hier ganz einfach eben über den Dialog hier oben, dass ich eben sage, okay, ich verweise jetzt, der Stream will immer auf den anderen rüber, Moment, haben wir gleich. Ich verweise jetzt auf eine andere Datei, dann kann ich das machen. Der neue Weg wäre aber, dass ich jetzt sage, ich baue einfach ein XD-Dokument und in diesem XD-Dokument kann ich jetzt sagen, alles, was jetzt hier drinnen ist, also diese Assets, die hier drinnen sind, sollen jetzt, ich weiß nicht, warum der Dialog, Menu, ich kriege den hier nicht drüber. Dialog. Doch, jetzt habe ich ihn. So, jetzt kann ich praktisch sagen, hey, das alles, was in diesem Dokument hier drinnen ist, soll automatisch wiederum in eine neue Bibliothek veröffentlicht werden, in die man natürlich auch andere Sachen reinlegen kann. Und die funktioniert jetzt aber als Designsystem, aus dem jetzt die ganzen Komponenten geschöpft werden. Finde ich also eine sehr, sehr spannende Sache. Ermöglicht wirklich neue Wege, denn bis jetzt waren ja Designsysteme nur rein alleine in XD oder für XD sozusagen. Und wenn man jetzt aus der Schachtel rausdenkt, kann ich eben sagen, hey, ich kann das Ganze also interdisziplinär für verschiedenste andere Sachen hier sozusagen nutzen. Finde ich also eine sehr, sehr coole Sache. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja auch vielleicht den Need für Spark, für Social Media Posts was zu platzieren oder zu produzieren, um eben für diese Kampagne hier Werbung zu machen. Dann gehen wir einfach mal rein und ich sage, okay, wir wollen jetzt hier einen neuen Post erstellen und ich mache jetzt hier mal was ganz Einfaches, einen Instagram-Post. Sinja hatte das ja vorhin auch schon offen in Spark und kann jetzt was von den Templates verwenden oder ich kann über die Bibliotheken jetzt hier mit so einem leeren Canvas anfangen und kann jetzt hier rechts, man sieht schon, auf meine Bibliotheken zugreifen und kann eben sagen, wir nehmen jetzt die Bibliothek, die ich hier nutzen möchte. Und kann jetzt verschiedene Artworks platzieren. Nehmen also jetzt hier dieses Titelmotiv Boost Your Flow. Wir platzieren das jetzt hier mal recht prominent in die Mitte rein. Und können natürlich auch andere Sachen jetzt hier aus der Bibliothek verwenden. Das heißt also vom Textbaustein, den ich jetzt hier drinnen habe, den können wir einfach mal rein platzieren. Kommt hier unten rein. Vielleicht so. Und last but not least natürlich auch alle Formen von Logos zum Beispiel. Also wir haben jetzt hier dieses fiktive Company Aqua-Logo. Das platziere ich einfach mal rein. Da haben wir es auch schon. Kann das hier rein skalieren. Oben links. Und fertig ist der Post. Ich kann also den Post jetzt abspeichern für mich selber. Ich kann ihn direkt runterladen und kann dann entscheiden, ist es ein PNG, ein JPEG, ein PDF. Oder auch hier wird das Thema Kollaboration, kann jetzt andere dazu einladen, hier diesen Post auch bearbeiten zu können. Ja, kann also sagen, hey, guckt euch das mal an oder editiert gegebenenfalls. Kann ich also direkt eben auch in der Spark-Plattform machen, sodass man eben die Möglichkeit hat, nicht nur ich als Einzeltäter muss dann Korrekturen durchführen, sondern es geht auch für alle anderen. Last but not least, weil die Frage eben oft kommt, muss ich oder kann ich sozusagen muss ich oder kann ich meine Bibliotheken immer innerhalb einer App verwalten oder kann ich das eben auch woanders machen? Und die Antwort lautet, ihr könnt es auch woanders machen. Ich habe jetzt hier mal die Creative Cloud Desktop App aufgemacht. Und wenn wir mal genau gucken, gibt es hier den Reiter Ihre Arbeit. Ja, und dort sehe ich alle Bibliotheken, die ich jetzt generiert habe oder die für andere zur Verfügung stehen. Kann also auf alles zugreifen und kann natürlich jetzt auch andere hier dazu einladen. Kann also sagen, die ich einlade, dürfen entweder nur anzeigen, erlauben oder auch eben bearbeiten, weil es meine Teamkollegen sind, die eben wissen, was sie tun. Das ist mal das eine, an das man sozusagen hier rankommt. Ich kann übrigens auch hier Bibliotheken über das Pluszeichen befüllen mit Sachen von meinem Rechner. Ich muss also, wie gesagt, nicht in einer App sein.
Und wir haben ja heute auch die Cloud-Dokumente gesehen. Auch auf die kann ich hier über die Creative Cloud Desktop App zugreifen. Also wir gehen mal hier in meinen Fresco-Ordner rein. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein und nehmen mal dieses Design, was wir hier vorhin hatten, und kann auch hier verschiedene Sachen mit anstellen. Ich kann also sagen, ich gebe das frei, ich öffne das zum Beispiel, lade andere Sachen hoch. Oder wir können noch eins machen. Wir können mal auf ss.adobe.com springen. Und hier gibt es die spannende Funktion, dass wir bei den Cloud-Dokumenten jetzt hier die Versionierung einsehen können. Also man kann die Versionierung, das habe ich heute nicht gezeigt, in den Apps kontrollieren, dass ich also auf die Versionen vor- oder zurückspringen kann sozusagen. Ich kann das aber auch quasi hier über das Webfrontend, in meinem Fall aus der Creative Cloud Desktop App heraus, direkt machen. Das heißt, wir gehen mal auf dieses Design hier oder die Skizze, die ich vorhin hatte zum Beispiel, und kann dann sagen, hey, zeig mir einfach mal die ganzen Versionen an, und kann dann eben auch, wenn ich das Recht dazu habe, auf eine ältere Version zurückgehen oder auf eine Design-Variante. Man kann nämlich auch mit Markierungen arbeiten, dass man sagt, hey, das sind bestimmte Meilensteine, die sind sozusagen wichtig. Ja, die Zeit ist rum. Das war es von meiner Seite, um euch einfach mal so ein bisschen auszumalen, was es jetzt aufgrund der Macs an neuen Möglichkeiten gibt bei den Apps, die wir hier gesehen haben. Fresco, Illustrator, Illustrator Desktop, InDesign, XD, Spark. Kollaborativ und vor allem auch produktiver zu arbeiten. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Und wie gesagt, auch nochmal der Call to Action. Wenn euch bestimmte Themen tiefer interessieren, also hey, wir würden ganz gerne mal die Möglichkeiten von Fresco im Detail sehen oder von Illustrator oder was auch immer, lasst es uns einfach wissen. Das war's von meiner Seite. Zurück ins Studio. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Matthias. Genau, mach nochmal den Bildschirm aus, dann können wir alle nochmal ja, hier in die Runde gehen. Genau, und Sinja und Julia. Perfekt. Während ich das hier noch kurz zusammenbastle, das Bild. So, jetzt aber. Eine Frage kam tatsächlich vom Rüdiger, und zwar, oder von Rüdiger und Twice World gemeinsam. Wie läuft das denn mit so einer Art Revisionsversionskontrolle? Du hattest das gerade schon, glaube ich, erwähnt, es war danach der Frage, aber wie ist es denn insgesamt? Natürlich, wenn ich irgendwie Co-Editing habe und so weiter, wie verhindere ich es, dass ich eines Morgens reingucke, alles ist weg, alles ist kaputt und keiner war es? Na gut, ist ganz einfach, indem man dann von den Rechten das nur so freigibt, dass jemand Read-Only hat. Wenn ich natürlich sage, ich gebe jemanden den Schlüssel in die Hand, dass er Änderungen durchführen kann, okay, dann muss ich damit leben, dass jemand dann Änderungen durchführen kann. Also es liegt daran, wie er das Ganze freigibt sozusagen. Ne? Das ist auch, was ich von meinte, wenn ich das Recht habe, dann kann ich natürlich Versionen zurücksetzen. Wenn ich das Recht nicht habe, weil die Datei nicht freigegeben ist, ja, dann geht's halt nicht. Ne? Dann kann ich mir das Ganze nur anschauen, was in der Datei drinnen ist. Ja. Und diese Versionsansicht, das war jetzt gerade, war das gerade InDesign, was wir gesehen haben, was du am Ende gezeigt hast? Naja, am Ende bin ich über die Creative Cloud Desktop App reingegangen und bin dann in das Webfrontend gesprungen. Da kannst du dir bei den Cloud-Dokumenten die Versionen angucken. Also auch von anderen Dateien, die zum Beispiel in den Creative Cloud-Ordnern drinnen liegen, und kannst dann eben zurückspringen. Und das war bei meinem Beispiel jetzt mit den Cloud-Dokumenten, weil es ja in dem Sinne ganz was Neues ist. Und was hier neu eben auch ist, ist jetzt, dass du eine Versionskontrolle in der App selber hast. Ja? Das heißt also, du kannst in Illustrator oder in Photoshop oder auch in Fresco oder auch in Illustrator auf dem iPad deinen Versionsverlauf angucken und kannst jederzeit zurücksetzen, wenn du sagst, ah, was habe ich denn da für einen Blödsinn gemacht? Ich gehe auf eine bestimmte Version zurück. Und was vielleicht ganz interessant ist, du kannst die eben markieren, dass du sagst, das sind wichtige Meilensteine. Und die bleiben dann auch sozusagen für immer. Und was ganz spannend ist, nur die Versionen, die so ein Lesezeichen haben, verbrauchen Speicher in der Cloud. Alle anderen Zwischenversionen nicht. Das heißt also, wenn du 100 Versionen generierst, dann verbrauchen die keinen Cloud-Speicher, nur die du mit einem Marker versiehst. Einziger Wermutstropfen ist, nach 60 Tagen werden die Zwischenversionen gepurged. Da muss man dran denken. Also wenn man jetzt mal sagt, hey, ich habe jetzt 100 Versionen, wenn er die behalten wollt, forever, dann setzt bitte einen Marker drauf, dass es markiert ist. Ja. Okay, das war, glaube ich, eine gute Antwort. Genau, Rüdiger, vielleicht gib kurz im Chat Bescheid. Oder melde dich nochmal bei der E-Mail. Ich habe sie ein paar Mal eingeblendet schon. Ich mache es jetzt nochmal. Genau, einfach, falls das die Frage nicht beantwortet hat. Ich glaube aber schon. Das.
Oh, der Ton war weg. Jetzt hört ihr mich wieder. Ich hatte, glaube ich, gesagt, ich sage einfach alles nochmal. es ging gerade, es ist mir schon mal passiert. Aber nochmal Wort für Wort an. Wort für Wort, okay. Ich gehe nochmal in mich. Ja, die Versionskontrolle hast du doch, nein? Genau. Ich glaube, du hattest gesagt, ich würde gerne nochmal zurück. So ja, genau, mir geht es auch so. Es ging darum, dass wir hier gesehen haben, TriceWord hat geschrieben, wie ich einfach die Creative Cloud habe und die ganzen Sachen gar nicht kenne. Uns geht es allen auch so, nicht nur die neuen Sachen, sondern auch alles andere ist einfach immer mal wieder neu. Und dann wollte ich noch das Beispiel bringen von dem Remix-Feature in Audition, wo ich Songs verkürzen und verlängern kann. Ist unfassbar gut für jeden. Alle kennen das, die irgendwann schon mal ein Video geschnitten haben und dann irgendwie Marker frameweise in der Musik gesetzt haben, um das wieder neu zusammenzubauen und so weiter. Unfassbar ätzende Arbeit, und das Remix-Feature gibt es seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren oder so. Und heute noch, manchmal, wenn ich das erzähle, sagen Leute dann so, boah, krass, irgendwie, welche Beta muss ich haben dafür? Und dann kannst du sagen so, ja, hier, Audition von vor 100 Jahren konnte das schon. Und so ist es natürlich. Ich entdecke aber auch in Microsoft Teams jeden Tag irgendwas nochmal neu. Genau, danke für die vielen Hinweise. Es freut mich, dass das noch jemand zuguckt. sehr schön. Genau, Internet. Vorhin hatte YouTube mal gesagt, dass der Stream kaputt ist. Da habe ich kurz einen kleinen Schock bekommen, aber es hat sich dann nicht bewahrheitet. Ich lese nochmal hier hoch. Genau, Rüdiger hatte nämlich nochmal was. Vielleicht auch Sinja, Matthias, wie ist das mit Verknüpfungen, wenn, ich denke mal, verknüpfte Medien, wenn die Teils auf dem Desktop abgespeichert sind und Teils in der Cloud, und es geht ja da immer noch um die Versionskontrolle. Naja, also nehme mal an, wenn ich ein Cloud-Dokument habe, kann ich gar keine lokalen Medien verknüpfen, oder? Momentan sozusagen nicht. Würde also ja keinen Sinn machen eigentlich. Muss es dann in dem Sinne einbetten. Ja? Also ich habe es selber noch gar nicht probiert, also bewusst es kaputt zu machen, aber die Empfehlung ist von der Logik her, wenn ich einen geschlossenen Container haben will, dann sollte ich die Sachen da einbetten. Und momentan, wie gesagt, ist ja die Raumstation mit den meisten möglichen Satelliten InDesign. Bei InDesign, da haben wir noch keine Cloud-Dokumente. Und bei Photoshop und Illustrator ist es ja eine Embed-Operation, die da drinnen ist. Also sozusagen ist alles safe. Ja. Ja, und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Man sollte natürlich schon drüber nachdenken, wie man das am sinnvollsten macht. Also nicht einfach nur, oh ja, machen wir hier, machen wir da. Natürlich sollte das Ganze hinter einem gewissen Konzept stehen, das man auch mit dem Team abgesprochen hat. Unabhängig von Adobe Cloud-Dokumenten, anderen Cloud-Dokumenten, Dropbox, whatever. Also einen Plan sollte man trotzdem haben. Und das macht schon mal einiges einfacher. Ja. Also ich meine, wenn man verlinkt, sollte man dann nicht auf den Desktop verlinken, sondern eben in die Sachen aus den Bibliotheken rausverwenden und die verlinken, weil dann haben alle was davon, wenn sie zur Bibliothek eingeladen sind. Das ist auch der Witz an der Sache, weil dann auch alle die Änderungen bekommen zum Beispiel. Oder man könnte auch die Creative Cloud Ordner verwenden, die können wir ja auch gemeinsam nutzen, aber auf keinen Fall. Desktop alleine, für sich alleine, ist, finde ich, so ein bisschen aus der Mode. Also vielleicht als Einzeltäter, aber mich selber ärgert es dann auch immer so, ja, ich hatte da jetzt was, aber es ist jetzt gerade blöd, weil das liegt auf meinem Rechner im Homeoffice und ich habe jetzt mein iPad hier dabei und es ist jetzt gerade doof. Und das ist so der klassische Fall. Deswegen am besten immer in die Cloud, dann kommt man von überall drauf. Und das Dumme ist ja, dass man dann, gerade wenn man kreativ arbeitet, die Ideen immer irgendwann irgendwo hat. Und leider sind dann in der alten Welt die Sachen, die man dafür braucht, auch immer irgendwo. Und deswegen, one source of truth ist immer so mein Credo, packt es in die Bibliothek rein oder nutzt Cloud-Dokumente, dann habt das immer im Zugriff, ja. Auf jeden Fall, genau. Und probiert natürlich die Sachen einfach aus. Wenn ihr den Zugriff drauf habt, dann einfach rumspielen, auch mal mit 1000 mehr Themen, als wir heute jemals hätten behandeln können, mit der Capture-App zum Beispiel, auf dem Telefon, wenn ihr irgendwas seht. Jetzt Fresco, ja, also auf dem iPhone zum Beispiel. Es gibt so viele Sachen, die ihr einfach mal ausprobieren könnt. Geht mal im App Store auf Adobe, guckt, was für Apps da gibt, ladet die alle runter und probiert einfach aus. Vielleicht gibt es irgendwas, was genau perfekt für euren Workflow ist, was ihr noch nie gesehen habt. Oder ihr bestellt einfach bei uns mal was, dass wir es uns im Detail mal anschauen. Weil, wie gesagt, die Kunst ist, glaube ich, wie das ganze Gewerke miteinander funktioniert, was sich nicht per se erschließt. Also ist meine Erfahrung aus Gesprächen raus, dass das Potenzial meistens unter der Motorhaube manchmal versteckt ist oder schwer zu finden ist oder so. Ja. Genau, absolut. Ein super Punkt nochmal. Ich poste jetzt nochmal in den Chat
Ich blende es auch nochmal ein, ohne den falschen Knopf zu drücken, der alles stumm schaltet. Lieber nicht. Genau, wenn ihr Fragen an uns habt, Wünsche für die nächsten Folgen oder wirklich, wie Matthias sagt, hey, ich habe den und den Workflow, sowas wollen wir eigentlich schon, seit wir das Format machen, immer mal wieder machen. Ich habe den und den Workflow, das ist irgendwie cool, aber ich mache 20 Mal das und das, das fühlt sich irgendwie nicht produktiv an oder so, dann schreibt uns einfach und dann können wir das gern einfach mal durchkauen. Kommt ihr einfach hier mit rein, wir quatschen drüber, schauen uns den Workflow an, völlig egal, Video, Foto, Design, und gucken einfach, was es irgendwie für Wege gibt, das besser zu machen. Können wir, glaube ich, alle noch was bei lernen. Wir auch, natürlich. Cool, in dem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben ein bisschen überzogen. Hoffentlich verzeiht ihr uns das. Das war unsere Back from Max Edition nach der virtuellen Adobe Max. Ich glaube, nicht ganz eine halbe Million Leute, aber auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und ich glaube, ihr habt es, ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie wir. Es war echt super. Sinja, Matthias, von euch hat total Spaß gemacht. Ein großartiges Panel mit den drei Leuten. Insofern, wenn ihr am Ball bleiben wollt, posten wir gleich nochmal den Link hier in den Chat rein. Könnt ihr euch freiwillig anmelden für die nächsten Folgen oder einfach ein bisschen auf Social Media oder hier auf YouTube verfolgen, wann es wieder was gibt. Ansonsten, die letzte Back from Max Edition von Adobe Live ohne For Business ist morgen um 18 Uhr. Da geht es ums Thema Grafikdesign. Da sind wir auf jeden Fall nochmal vor dem Bildschirm dabei, nicht vor der Kamera. Insofern vielen, vielen Dank. Habt einen schönen Abend. Und ebenso. Danke für eure Zeit. Danke euch allen. Ja. Schönen gut. Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.